Ihr seht, wo wir wieder gelandet sind. Wir sind wieder in Verdansk und werden uns wieder Solospieler angucken, die hoffentlich nicht so spielen wie der letzte Solospieler, den wir hier hatten. Ihr habt euch alle in den Kommentaren tierisch über den Heini aufgeregt und glaubt mir Leute, es ging mir nicht anders. Das Schlimmste ist, ich wollte euch die Runde so zeigen, wie sie war. Und ja, es leider war es die ersten 10 Minuten einer, der nichts getan hat, außer auf eine Tür zu zielen. Aber wir haben alle Hoffnung. Wir alle sind, glaube ich, der Auffassung, dass in Call of Duty Warzone auch andere Spieler rumlaufen. Und deshalb werden wir uns das jetzt hier einmal angucken. Okay. Vielleicht laufen Leute, die sich mehr bewegen rum, aber auch Leute, die vielleicht mit dem Leben überfordert sind. Aber wir haben erfolgreich unseren Gulag verloren. Das heißt, wir können jetzt nach Verdansk joinen und uns wieder angucken, wie die Leute in Warzone Solo spielen. Und wenn wir, und das habe ich mir fest vorgenommen, wieder einen finden, der Solo nur campt, länger als 5 Minuten, werden wir ihm nach der Runde bei PlayStation schreiben und werden ihm anbieten, 2 Stunden COD-Training for free, so dass er in Zukunft vielleicht lernt, dass man sich in so einem Battle Royale bewegen kann. So, gehen wir aber zu Narkis, ein finnländischer Landsmann ist es nicht, ich bin kein Finnländer oder ich finnisch. Okay, er hat auf den Gegner geschossen, er weiß, dass der Gegner in diese Richtung geht. Was er jetzt macht, weiß nur er. Er ist reingegangen, er hat ihn angehittet und jetzt steht er da. Es ist überall Loot, es sind auch überall mit Sicherheit Gegner. Da ist... Nein, komm Junge, komm, du kriegst ihn, komm. Ja, wir gehen jetzt einfach direkt zum nächsten. So wie es aussieht, ist der nächste auch direkt getötet worden von Leonie. Mit diesem potthässlichen Adler als Signaturbild sozusagen. Auch dieses Mal werde ich wieder nach der Runde gucken, ob in den verschiedensten Apps die Leute hier mit KD angezeigt werden und werde euch dann die KDs wieder unten einblenden, so wie ich das beim letzten Mal schon gemacht habe. Wenn keine KD eingeblendet ist, bedeutet das Leute, dass die ihre Privatsphäre-Einstellung immer noch nicht geändert haben. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Activision hat vor 4-5 Wochen diese App-Betreiber dazu aufgefordert, beziehungsweise die Statistiken von COD automatisch auf privat gesetzt. Das heißt, wenn ihr wollt, dass jemand eure Statistiken sehen kann öffentlich, müsst ihr zuallererst auf die Activision-Seite euren Account verlinken und dort die Einstellung auf öffentlich machen. So, er hat genug für das Loadout, er kauft sich das Loadout und wenn er jetzt ein bisschen Pech hat, landet das Ding auf dem Dach, wo er gleich erstmal rauf darf. Er ist, wir gucken mal, wo er ist, am Rand der Zone, Superstore, hinter ihm ist Storage Town, das heißt, hinter ihm werden auf jeden Fall noch welche kommen. Er hat selbstverständlich das Sweaty Setup, so wollen wir es einfach mal nennen. Die FFAR hochgepowert, die wahrscheinlich aktuell beste Waffe im Game. Und er hat einen gesehen. Er hat ihn gesehen und guckt sich trotzdem an, wo der langläuft. Man kann ihn auch hören. Er war direkt vor ihm. Er sieht ihn immer noch. Er ist direkt... Jetzt holt er die Sniper raus. Auf der Entfernung hat er jetzt seine Chance vertan. Snipen ist nicht unbedingt seine absolute Stärke, würde ich jetzt schon mal behaupten. Sein Gegner ist aber anscheinend auch komplett lost. Sein Gegner hat anscheinend keine Waffe. Er hat fast verloren. Okay. Er hat den Gunfight gewonnen. Der Gunfight sah etwas komisch aus. Würde ich es jetzt einfach mal vorsichtig ausdrücken in dem Fall. Er hat es aber geschafft. Das heißt, er ist jetzt mit 3 Kills. 2 Leute gucken ihm zu. Das heißt, der eine sind wir, bin ich. Der andere ist wahrscheinlich der, der eben lost ohne Waffe durch die Gegend gelaufen ist. Hat hier absolut 2 Kisten drin. Sieht auch aus wie ein PlayStation-Spieler. Sieht nicht, finde ich, aus wie Maus und Tastatur. Ich weiß nicht, alle von euch, die Crossplay mit PC spielen, können gerne mal schreiben, ob man das sofort erkennt. Meiner Meinung nach erkennt man die Bewegung bei Maus und Tastatur, weil die viel ruckartiger sind. Mit der Maus und der ganzen Hand könnt ihr natürlich euch viel besser umdrehen. So, jetzt hat er hier eine Vermutung. 9 Meter.
Haben wir hier einen Camper drin? Der Camper ist verschwunden auf seinem Radar. Nee, er ist immer noch da. Den hat er sich geholt. Ich bin heilfroh, dass wir iGhost nicht zugeguckt haben. Wahrscheinlich saß er hier seit Anfang der Runde. Er hat keine Platten. Das ist so ein bisschen das Problem. Er hat mehr als genug Geld, um sich eine Drohne zu kaufen, Self-Revive und Platten. Eine Gasmaske braucht er nicht, die hat er bereits. Jetzt müsste er einmal gucken, wo der nächste Buy-Shop ist. Der nächste Shop zum Einkaufen. Zwei verschiedene. Hier hat er gleich den Hit bekommen. Das Problem ist, er hat jetzt auch keine Rüstung. Er hat kein Self-Revive. Das heißt, schöner Kill von ihm gegen Paul das Wiesel. Das heißt, wieder ein Deutscher ist gefallen. Deutsche sind ja vor vielen Jahren schon sehr, sehr viele gefallen, verdient auch teilweise. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir wollen gucken, was dieser junge Mann hier noch macht. Und wenn dieser junge Mann die Runde gewinnt, werden wir ihm nach dem Video oder nach der Runde eine Nachricht schicken und 20 Euro überweisen. Wir werden es einfach machen, weil ich es jetzt schon begrüße, dass wir nach, ich weiß nicht, 6-7 Minuten 10-mal mehr Action hatten als im gesamten anderen Video eigentlich. Vor allen Dingen, weil wir ein Drittel des Videos damit verbracht haben, ein Chamäleon dabei zu sehen, wie es eine Tür abaimt, was ich bis heute nicht verstanden habe. Es gibt keinen Grund für mich, dass man eine Tür abaimt. So, jetzt holt er sich den Loot oder das Loot oder der Loot oder die Loot, auf jeden Fall Loot. Hat auf dem Radar jetzt nichts, vor ihm ist das Auto, Totenstille hat er dabei. 13.800, mehr als genug Geld, um sich Platten zu kaufen, Self-Revive zu kaufen und eine Drohne hinterher. Jetzt hat er es markiert. Ich weiß nicht warum. Da ist die Drohne. Self-Revive hat er auch. Der Hit sah ein wenig strange aus. Nimmt jetzt seine Totenstille. An dem Pfeil auf dem Radar seht ihr, dass der Gegner über ihm ist. Und jetzt ist der Gegner unter ihm. Dirty Goatee, die dreckige Ziege. Gut, die dreckige Ziege ist aus dem Game raus. 6 Kills hat er mittlerweile. 9.900. Das ist mehr als genug Geld, um eine Drohne zu aktivieren, eine zu kaufen und immer noch was in der Backpocket zu haben. Wenn wir uns mal angucken, wo er gerade ist. Immer noch am Rand der Zone. Er hat hier 3, 6, 9, er hat locker 10 oder 11 Leute in der direkten Umgebung von sich. Hat ein gutes Setup, hat ein gutes Loadout, hat aber keinen Highground aktuell. Das heißt, er muss jetzt überlegen, ob er so einen Gunfight unbedingt nehmen möchte, wenn der Gegner auf einem Hochhaus ist, auf einem Dach oder ähnliches. Jetzt will er natürlich seinen Loadout nehmen, denn er möchte natürlich Geist als Perk haben. Da hat er den ersten, der wird von hinten angeschossen, der ist raus. Jetzt muss er natürlich gucken, von wo der zweite ist, direkt vor ihm. Jetzt wird er auch von rechts angeschossen, Third Party sozusagen. Oh, der hat ihn anscheinend nicht gesehen, jetzt wird er von hinten angeschossen. Das heißt, vor ihm sind Gegner, hinter ihm sind Gegner, vor ihm ist ein Gegner. Und das ist dann die Quittung für dieses Ego-Challengen, was einfach keinen Sinn macht. Wenn der Gegner da High Ground hat, habt ihr keine Chance. Sein Problem ist jetzt aber, hinter ihm ist immer noch ein Gegner und hinter ihm ist auch die Zone. Er hat jetzt noch 30 Sekunden, um zu rotieren. Und direkt hinter ihm, er sieht ihn nicht. Er hat ihn nicht gesehen. Wären 20 verdiente Euro gewesen, gucken wir einfach War Bonnie zu, der meiner Meinung nach auf Empfindlichkeit 98 spielt oder Maus und Tastatur. Macht hier auch gleich den dritten Kill hinterher. Hat immer noch nicht sein Loadout. So, jetzt mit der Thermal. Der ist... Oh. Der Typ da oben auf dem Store ist absolut nervig. Solche Leute absolut nervig. Deshalb, Leute, habe ich teilweise, wenn ich nicht gerade Solo spiele, auch mittlerweile Smokes dabei. Smokes sind super, um euch irgendwo aus dem, wirklich aus der tiefsten Scheiße zu retten. Er verballert jetzt seine Platten, er muss sie verballern. Hinter ihm kommt die Zone jetzt langsam, das heißt die Zeit fliegt. Und der Typ da oben trifft mit gefühlt jedem Schuss. Ich bin ja auch gespannt, ob wir irgendwann in dieser Serie mal jemanden sehen, der mit einem Aimbot spielt. Bisher habe ich ehrlich gesagt relativ viel Glück gehabt, weil es noch nicht so viele waren. So, jetzt guckt er, die Zone ist immer noch hinter ihm. Sein Hauptproblem ist, dass er
vorher laufen muss. Er muss vor dem Gegner laufen. Jetzt kann er sich natürlich die beiden gesteckten Waffen nehmen. Dann braucht er sein Loadout nicht so schnell. Ihm fehlt aber langsam die Zeit. Denn alles, was jetzt kommt, kann ihm von hinten fertig machen. Er hat eine Gasmaske. So, er weiß, dass er auch schneller als die Zone ist. Auto ist nicht direkt vor ihm. Und gucken wir mal, wo die Zone für ihn ist. Er hat ein ganz schönes Stückchen. Die Zone wird hier irgendwo wieder eklig enden. Er hat ein ziemlich großes Stückchen, was er schaffen muss. Aber der vom Dach scheint irgendwie das Interesse verloren zu haben. Wurde getötet, was wir glaube ich gehört hätten. Oder ist einfach abgehauen. Das heißt, er hat jetzt die Möglichkeit, War Bunny, Level 21 sogar, also ein neuer Account wahrscheinlich. Vielleicht ein Reverse-Boosteter Account, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall jetzt in der Lage, hier zu rotieren. Vielleicht nimmt er die Buy-Station noch mit. Es wird nicht für sein Loadout reichen, das heißt, er kann sich keinen Geist mitnehmen. Es würde aber reichen für eine Drohne und für Self-Revive. Und das ist aktuell eigentlich das Wichtigste, was er machen kann. An diesem Punkt von dem Game bin ich auch der Auffassung, dass der Sensor nicht mehr so wichtig ist. Denn an diesem Punkt hat jeder sein festes Loadout in der Regel oder hat sich sowieso schon eins gekauft und hat dadurch Geist. Vor ihm ist ein Gegner. Direkt rechts vor ihm ist ein Gegner. Direkt rechts vor dir ist der Gegner. Wie konntest du den nicht sehen, War Bunny? Raus mit dir, bitte zum nächsten. Zu Twitch Solaris. Auch wieder ein Streamer, auch wieder ein Content Creator. Mittlerweile gefühlt jeder einzelne Spieler ist Content Creator. Auch er wird direkt von der Seite angeschossen. Jetzt läuft er aber auch leider in die falsche Richtung gerade. Und hat auch gefühlt... Oh, der Hit war... Der erste war gut, der Hit. So, jetzt wird er aber auch direkt wieder angeschossen. Er könnte bei dem Gegner überlegen, ob er den Blitzschlag nimmt. Jetzt ist natürlich zu spät dafür. Vier Platten hat er noch. Eine muss er verbrauchen für die Hälfte. Kauft sich einmal neue Platten. Das ist gefährlich. Er weiß, dass der Gegner vor ihm ein Stück weit Vorsprung hat. Das heißt, clevererweise könnte er jetzt den Blitzschlag ungefähr auf die Kante von der Linie ziehen, also auf die Kante von der Zone und könnte mit dem Auto abhauen, wenn er nicht gerade von vorne abgefuckt wird. 36 Leute noch am Leben. Schöner Hit wieder. Hat die Rüstung aber nicht zerstört. So, und jetzt kriegt er Probleme. Er muss laufen. Der Gegner muss nicht. Der Gegner hat immer noch Zeit. Und das ist nicht die beste Waffe, um da die Range ein bisschen kleiner zu machen. Oh, ich glaube nicht, dass er da rauskommt. Ich glaube nicht, dass er da... Nein, keine Chance. So, der holt sich jetzt noch den Loot. Wir haben ja heute gelernt, es heißt irgendwie Loot auf jeden Fall. Wer ist es denn? Aurok Dantes, Level 275, spielt natürlich die SPR. Es war, also die SPR ist neben der K mittlerweile, ich glaube, die meistgespielte Sniper überhaupt. Im Multiplayer scheint sie nicht so gut zu sein, in Warzone bockt sie aber auf jeden Fall. Hat 6 Kills, 21.000 an Geld, das heißt mehr als genug Geld. Self-Revive, 8 Panzerplatten, hat die Munikiste. Das heißt, er hat erstmal alles mit der FFIR zusammen in der Hand, was er braucht. Das Einzige, was ihm eigentlich fehlt, wäre eine Drohne. Wir haben beim letzten Mal gesehen, als dieser LKW-Kampf losging, dass es eigentlich nur noch darum geht, LKW gegen LKW, Auto gegen Auto. Ich bin kein Fan davon, im Battle Royale Autos, Helikopter, Flugzeuge und ähnliches zu haben, weil ich der Meinung bin, dass sie einfach zu OP sind. Gerade seitdem wir hier den Patch und das Update haben, oh, da würde ich jetzt in Deckung gehen. Gerade seitdem wir das Update gehabt haben und Autos von C4 eigentlich kaum noch zerstört werden können, weil C4 nur noch ungefähr einen halben Meter weit fliegt. Oh, outplayed worden. Und wird zerschlagen von Toblerone. Okay, dann sind wir sind also auf jeden Fall in einer schnelleren Runde und haben dieses Mal mehr Glück mit der Auswahl von Leuten, die spielen. So, Toblerone, 12.800, hat einen dicken Batzen an Geld von ihm gerade mitgenommen. Ihr Kills, spielt tatsächlich mal eine M4, hat aber trotzdem die Raketenwerfer dabei und wechselt natürlich direkt zur FFIR. Schade, ich habe eben gerade gedacht, dass wir endlich mal einen haben, der eine andere Waffe spielt. Jetzt nimmt er die FFIR natürlich mit, hat hier anstatt der Semtex oder dem C4 auch automatisch gleich die
wie heißt es, Panzermine oder Tretmine oder sowas. Ist für Autos ganz cool, könnt ihr nicht weit werfen, aber wenn sie vor euch liegt und ihr einen Meter zurückgeht, knallt das Auto auch in die Luft. So, vor ihm ist ein Auto. 25 Leute noch am Leben. Die Zone ist absolut mistig. Das sind Zonen, die ich hasse, weil ihr so viel offenes Feld vor euch habt. Mal schauen, was er jetzt macht. Holt sich den Free Kill da direkt vor sich. Und das ist clever, er läuft nicht direkt, was jetzt vielleicht viele gemacht hätten, einfach wieder weiter. Er weiß, dass er noch einer ist, denn so wie der Gegner da oben auf die Tür geachtet hat, wäre es schon kurios, wenn da kein anderer gewesen wäre. Er hört ihn. Und wird von "Ist meine Stiefschwester" aufgefressen. Eat my stepsister. Ich weiß nicht, wie einige von euch auf diese Namen kommen, aber ich möchte euch was als Familienvater sagen. Die sind cringe. Eat my stepsister, Kanadier anscheinend, Level 155, mit einem Kill. Das war sein erster Kill und kriegt direkt den Snipe ins Gesicht. So, jetzt bin ich gespannt. Okay. Wenn er einkaufen will, muss er das bald machen. Jetzt ist die Frage, von wo er gesniped wurde. Er hat kein Self-Revive, das heißt, das, was er macht, ist riskant. Oh. Vom Schamprofil hätte ich jetzt gesagt, eine K vielleicht? So, jetzt ist er da einigermaßen in Sicherheit. Das Problem ist, der auf ihn gesniped hat, hat da eine super Position. Oh, da ist der Sniper-Glint. Und das ist die Rache, wenn ihr kein Self-Revive habt. Ein Headshot reicht und ihr seid raus aus dem Game. Hat aber auch nur einen Kill gehabt, hat es also meiner Meinung nach auch nicht verdient, die Runde zu gewinnen. Dieser Typ sitzt mitten im Nirgendwo. 4700, hat zwei Platten, hat 28 Schuss, stirbt hier fast an Fallschaden, hat aber 7 Kills. Und natürlich hat er die FFAR. So, jetzt hat er seine sichere Position verlassen. Holt sich jetzt hier noch ein paar schöne Sachen. Theoretisch könnte er noch die Gasmaske tauschen. Und könnte sich auch eine neue kaufen und eine Drohne. Macht er aber nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob er da oben wieder entspannt hinkommt. Ich hab... So, guckt jetzt hier ein bisschen auf sein Radar. Hat anscheinend einen gesehen. Ja. Setzt einen Marker drauf. Kriegt den Live-Marker aber nicht, weil er viel zu weit rechts war. Aber jetzt muss er sich halt überlegen. Will er dem so ein bisschen folgen oder will er leer auf der linken Seite bleiben? Denn direkt vor ihm ist das Hochhaus. Da könnte auf jeden Fall einer sein. 14 Leute sind es nur noch am Leben. Die Zone ist noch relativ groß, wenn man sich anguckt, dass aus dem Bereich noch welche kommen. Kriegt ja auch noch die Spezialmuni, die ich direkt... Nein, er tut sie in die Sniper. Nein. Kann mir einer in den Kommentaren erklären, warum man in die Sniper die Stopping Rounds reintun sollte, anstatt in das 50 Schuss FFIR Magazin? Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber gut, wir werden es akzeptieren. 7 Kills unter den Top 15. Erstmal hat er mit dem, was er bisher getan hat, recht. In der Hoffnung, dass er nicht einfach nur die ganze Zeit dort lag, wo wir ihn eben gefunden haben. So, er hat Schüsse vor sich gehört und er hat auch den einen hinter sich gesehen beim Hochhaus. Jetzt ist die Frage, was macht man? Und meiner Meinung nach ist das Schlechte, was man machen kann, sich dort einfach mitten auf das Feld zu legen. Da ist kein hohes Gras, kein gar nichts und hoffen, dass man nicht gesehen wird. Kleiner Tipp, wenn ihr wissen wollt, ob auf eurem Radar ein Gegner angezeigt werdet, braucht ihr das Radar nicht die ganze Zeit halten, bis es komplett hochgeht. Wenn ihr es in die Hand nehmt und ein Gegner da ist, pingt es sofort. Dann könnt ihr es noch halten und gucken. Da ist ein Gegner, den hat er eben gerochen anscheinend. Der läuft da anscheinend in den Baum. Ich
Für die Posi da hat der Gegner den Tod absolut verdient. Er läuft rechts von ihm, er sieht ihn aber nicht. Ist das schon 5 Minuten campen, Leute? Ihr müsst es in den Kommentaren schreiben. Ist das 5 Minuten campen oder ist das noch taktisches Spielen? Ich habe im letzten Video gesagt, wenn ihr so weit am Ende seid, ist alles erlaubt, Hauptsache ihr holt den Kill. So, jetzt hat er von seinen 5 Schuss 4 Schuss mit der Sniper verballert, ohne den Kill zu bekommen. Von seinen 5 Schuss mit den Stopping Rounds. Das heißt, eigentlich dürfte er nur noch einen haben. So, der Gegner ist nicht weit vor ihm, aber der Gegner hat jetzt auf jeden Fall eine bessere Position. Der ist direkt vor ihm jetzt. Ja, das war eine Challenge. Gefühlt hatte der Gegner jetzt auch nicht volles Leben. Unser Salomons Big D steht bei 8 Kills. Haut wieder einen schönen Snipe raus. Haut die Rüstung direkt weg. Hat jetzt natürlich leider keine Flash, die man da nutzen könnte. Holt den nächsten Kill. Das ist der 9. mittlerweile. Er spielt etwas unorthodox, würde ich jetzt vorsichtig einfach mal sagen. Aber er hat anscheinend recht mit dem, was er da macht. So, jetzt hat er eine ziemlich große Zone links von sich und eine ziemlich große Zone rechts von sich. Rechts hat er eben den LKW gesehen und dass der LKW von hinten angeschossen wurde. Das heißt, er wird jetzt überlegen müssen, ob er weiter nach links rotiert. Da kann er auf jeden Fall gut sehen, ob da noch Gegner kommen. Ich an seiner Stelle würde noch ungefähr 5 Sekunden warten, gucken, ob auf dem linken Feldbereich noch jemand kommt. Und dann dieses kleine Stück nach vorne gehen, dass ihr ungefähr hinter dem Hügel seid oder auf dem Hügel. Dann habt ihr wieder ein bisschen Highground und könnt das Ganze überblicken und gucken, was mit der Zone jetzt passiert. Denn wenn ihr euch das mal anguckt, da ist nicht mehr viel. Und so wie es aussieht, endet die Zone mitten auf dem offenen Feld bei Military. Ich habe das stumpfe Gefühl, ja, ich wollte gerade sagen, dass da einer hinter ihm gerade gelaufen ist. Turtle Beach Headset, Leute. Ein Hit. Oh, schöner Hit. Snipen kann er auf jeden Fall. Und das ist clever. Der Gegner kann eigentlich nicht mehr hier entlang. Er ist vor dir, er ist vor dir, er ist vor dir. Du hast... Er kann, was? Nein! Er ist vor dir! Er hat ihn echt aus den Augen verloren. Der Gegner konnte doch nur noch durch diese Öffnung bei den Wellen oder bei dem Wall durch, weil die Zone dahinter ist. Er konnte doch woanders gar nicht mehr lang. Und jetzt hat er ihn komplett aus den Augen verloren. Der Gegner ist... Oh. Der Gegner ist meiner Meinung nach genau da, wo der LKW gerade reinfährt. Oh, jetzt hat er ein Problem. Oh, jetzt... Add ein C4. Nimm das C4. So, den hat er jetzt. Ich glaube nicht, dass das der Gegner war, den er eben schon gedownt hat. Ich glaube, dass das noch ein anderer Gegner war. Meiner Meinung nach ist dieser andere Gegner irgendwo rechts noch von ihm. Oh, das ist übel. Von der Position her ist er gleich auf komplett offenem Feld. Anscheinend war es doch der Gegner. Ne, da ist der. Da ist der, den er eben gedownt hat. So, hat massigweise Kohle, kann damit natürlich nichts mehr anfangen. 11 Kills mittlerweile. 4 Stück nur noch am Leben, mit ihm 3 und der LKW kommt schon wieder. Und der LKW ist, glaube ich, aktuell sein größtes Problem. Und dass die Zone absolut nicht glücklich für ihn läuft. So, LKW parkt neben dem anderen LKW. Ich vermute, dass in einem der beiden Silos noch einer ist. Da ist der zweite und der LKW-Fahrer ist der dritte. Den haut er die Rüstung weg. Jetzt vorwärts zu laufen ist für ihn riskant. Im Silo kann einer sein, der ihn hört. Er hat keine Totenstille, er hat keine Drohne, die ihm sonst helfen könnte. Und der LKW fährt da immer noch herum. So, ist clever. Er nimmt sich erstmal den, den er direkt erwischen kann. Der LKW fährt da immer noch seine Kreise. Auf der linken Seite ist er. Jetzt hat er ihn nicht gesehen. Er hat ihn nicht mehr gesehen! Er hat es so gut gemacht und dann hat er ihn einfach nicht mehr gesehen. So, jetzt sind wir beim nächsten. 10 Kills.
Der ahnt wahrscheinlich, dass einer unter ihm ist. Dantes. Hat den Molotow in der Hand. Und wird vom LKW überfahren. Bitte sag mir nicht, dass einer mit dem LKW die Runde jetzt gewinnt. Er hat 4 Kills. Er hat, glaube ich, 2 Kills schon mit dem LKW gemacht. Bitte lass diesen Darao nicht gewinnen. Da ist der andere Gegner. Warum spielt man so? Oh nein, er will ihn überfahren. Nein, er will ihn überfahren. Der Gegner ist clever. Der Gegner ist clever. Ja, und was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Du kannst, wenn du so fährst, nicht aus dem LKW aussteigen. Nein, bitte nicht. Nein. Ich gönn's ihm von Herzen absolut gar nicht. Ich gönn Leuten nicht, wenn sie mit den LKWs und den Autos gewinnen. Das war die zweite Runde. Wir haben Gott sei Dank weniger Camp-Action diesmal gehabt. Eine Sache, die wir auf jeden Fall lernen können. Wenn ihr einen LKW habt, gewinnt ihr die Runde. Egal was ihr könnt, egal wie euer Aim ist, egal ob es laggt, wenn ihr einen LKW habt, gewinnt ihr immer. Das ist hart. Wenn euch das Video wieder gefallen hat, Leute, lasst super gerne ein Like da, lasst super gerne ein Abo da. Ich bin raus für heute. Haut rein.